So, meine Lieben, herzlich willkommen hier im Schmitz & Co. Mein Name ist Ralf Zacherl und wir stehen hier in unserer Kochschule. Hier finden Kochkurse, Weinseminare statt. Und wenn ihr Lust habt, können wir gerne auch mal zusammen kochen oder backen. Ich habe für euch heute einen Schokoladenkuchen ohne Mehl. Das Rezept habe ich übrigens vom Alexander Kumpner geklaut. Ja. Das Schöne ist, es ist relativ simpel. Wir brauchen 200 Gramm Butter, dann 200 Gramm Bitterkuvertüre, die langsam schmelzen lassen. Gehen wir kurz hier an den Herd. Wichtig ist, die Kuvertüre sollte nicht zu heiß werden, weil sonst gibt es Klümpchen. So, Herd läuft. Dann nehmen wir Zucker. Dann nehmen wir auf der einen Seite 80 Gramm Rohrzucker. Dann 60 Gramm Kristallzucker. Dann 4 frische Eier. Dann ab in die Küchenmaschine. Und jetzt richtig schön schaumig aufschlagen. In der Zeit nehmen wir noch 200 Gramm Mandelgrieß, also fein gemahlene Mandeln. Dann 2 Teelöffel Backpulver und einen schönen Esslöffel Backkakao. Da kann man ein bisschen mehr nehmen. Das Ganze einmal vermengen. So, jetzt müssen wir einen kleinen Moment warten, bis die Eier fertig aufgeschlagen sind. Die Kuvertüre und die Butter ist geschmolzen. Jetzt gebe ich noch eine kleine Prise Salz dazu. Dann kann man die direkt vom Herd nehmen. Und wenn man jetzt auch mal hier reinschaut, die Vollei mit dem Zucker haben wir schön cremig aufgeschlagen. Und jetzt einfach bei unter langsamen Rühren geben wir jetzt einfach unsere Mischung mit den Mandeln und dem Kakao und dem Backpulver dazu. Abwechselnd immer so ein bisschen was von der Butter-Kuvertüre-Mischung. So, und den Rest. Das Schöne an dieser Masse ist, wie gesagt, ihr könntet jetzt eigentlich die Gläser ausbuttern, dann überall ein bisschen Kuchen rein, dann kann man es wunderbar einfach in den Tiefkühler stellen. Dann hat man immer, wenn man Lust hat, nimmt man es einfach raus. Die Backzeit erhöht sich dann ungefähr so um 6 bis 8 Minuten. Und dann kann man immer den Schokoladenkuchen frisch backen. Allerdings, wir wollen den natürlich direkt genießen. Das heißt, ich habe hier einfach eine Springform. Kann einfüllen. Und dann ab in den Ofen. Jetzt backen wir das Ganze bei 170 Grad, circa 17, 18 Minuten. In der Zeit kann man jetzt das Salzkaramell fertig machen, das habe ich aber schon vorbereitet. Ein bisschen Limettenschmand und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn der Kuchen fertig ist. Die 17 Minuten waren ein bisschen knapp. Ich stelle jetzt nochmal 4 Minuten nach und dann denke ich, dass er so mit 21 Minuten Backzeit sehr perfekt rauskommen sollte. Und ich bin ja so jemand, ich mag ja so schnelle Sachen. Und jetzt machen wir noch ein bisschen Schokoladenerde. Da brauchen wir auf der einen Seite etwas Butter. Dann Panko-Brösel. Das sind im Endeffekt asiatische Semmelbrösel. Die sind so ein bisschen grober, wie jetzt wir die Semmelbrösel kennen. Und das Schöne ist, es gibt so eine schöne knusprige Schicht. Und damit das Ganze noch ein bisschen aromatischer wird, wie gesagt, einfach schön mit ein bisschen Butter goldbraun rösten. Das dauert noch so 1-2 Sekunden. So, wenn die Panko-Brösel so eine schöne Farbe haben, geben wir dazu ein bisschen Cayenne-Pfeffer, etwas braunen Zucker. Herd können wir ausmachen und jetzt einfach einen schönen Esslöffel von dem Backkakao. Wenn man das Ganze jetzt rührt, hat
man so ganz schokoladige Semmelbrösel. Das Schöne ist, man hat so ein krispiges Gefühl im Mund. Es knuspert, es ist schokoladig und hinten raus so ein bisschen die Cayenne-Pfefferschärfe, finde ich. Ist wirklich sehr sexy, geht schnell und hat einen wunderschönen Effekt auf den Teller. Ja, ist ja gut, ich bin ja schon da. So. Ah, Schokoladenkuchen ohne Mehl ist wirklich Bombe. Jetzt richten wir das mal an. Wir fangen mal an mit der Schokoladenerde. Eine Linie. Dann, es ist ja im Moment gerade Erdbeerzeit. Dann haben wir noch Himbeeren. Dann der Salzkaramell, das Rezept schicke ich euch. Dann ein bisschen Limettenschmand. Limettenschmand ist auch ein sehr einfaches Rezept. Man nimmt einfach Schmand, dann einfach Puderzucker dazu, Limettenabrieb und ein bisschen Limettensaft. Wichtig dabei ist, macht den wirklich nicht zu süß, ja, weil das soll eigentlich nur so was Fettiges und so einen leichten frischen Touch dem ganzen Dessert geben. Und auf der anderen Seite, wenn man dann das Salzkaramell probiert, ist es natürlich salzig, karamellig, butterig. Und so hat man immer verschiedene Geschmacksexplosionen, je nachdem, in welcher Reihenfolge man was isst. So. Den Schokoladenkuchen, da machen wir jetzt keine Stücke, sondern wir brechen den einfach ganz rough raus. Und zur Krönung ist einfach eine Nocke. Und was zu Himbeeren und Erdbeeren und Schokolade total gut passt, ist frischer Basilikum. Voilà, habe fertig. Ist wirklich ein sehr einfaches Rezept, aber ich finde eine tolle Optik und es schmeckt vor allen Dingen einfach traumhaft. Viel Spaß beim Nachbacken und Nachkochen. Ciao. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.